Herzlich willkommen zurück, mal wieder zum Pokeref. Heute geht eine Box auf aus dem Jahre, ich glaube es ist 2010, und zwar Hard Gold und Silver Era, Unleashed heißt die. Ich bin dadurch mit jeweils zwei Packs dabei heute. Wir können uns gerade nochmal die Karten angucken. Da sind ein paar coole Special-Karten wieder dabei. Und mit dem silbernen Rand, wie wir es letzte Woche schon hatten. Diesmal ein wenig anders. Ich mache mal ein paar auf. Also es ist von den Hits her, finde ich, cooler als letzte Woche. Und da hatte ich ja schon Glück. Hier Stardust. Zum Beispiel mit dem silbernen Rand. Tyranitar. Aber auch ganz wild, du hast hier Karten, die zusammengehören. Das ist Teil 1 der Karte. Suicune und Entei Legend. Ihr seht, hier auf der rechten Seite hat man keinen Rand. Und das ist dann das Gegenstück. Also du hast dann quasi ein Bild aus zwei Karten. Finde ich sehr, sehr cool. In der Form auch, dass der Text hier so wild draufgeschrieben ist. Irgendwie gefällt mir das, dass das so ein bisschen wilder ist. Also du kannst ja auch die Legend-Karten bekommen. Ansonsten, wir können ja mal oben bei den, ich sag mal, bei den Standard-Hits, bei den Holos gucken, was da so gibt. Ja, also ein paar Sachen sind dabei, die ganz cool sind. Magmortar, ich glaube, ein Glurak gab es nicht. Wir haben aber einen Turtok. Bin mir nicht sicher, ob das ein Holo ist. Das Set kenne ich nicht. Das war nach meiner Pokémon-Zeit und vor Pokeref. Da haben wir auch nochmal einen Stardust. Aber ist ein ganz interessantes Set, wo ich mich drauf freue, weil die zum einen diesmal wesentlich erschwinglicher waren. Und zum anderen ist das ein Set, auf das ich niemals selbst gekommen wäre, wenn ich nicht heute beim Pokeref dabei wäre und mir das mit Dalu, Toro und ich glaube hoffentlich auch wieder Zero angucken würde. Ich habe letzte Woche gelackt, deswegen erwarte ich heute rein gar nichts, auch wenn wir diesmal zwei Packs haben. Mittlerweile muss man ganz ehrlich sagen, Dalu hat wirklich die letzten 6 oder 7 Male komplett ins Klo gegriffen. Egal ob bei Pokeref oder bei Hoodie oder Massive oder so. Deswegen würde ich Dalu heute auch absolut mal gönnen, dass der was bekommt. Zwei Packs, ich freue mich über jede Holo. Wenn ich eine bekomme, wäre cool. Falls es eine Non-Holo ist und das Turtok hier oben eine Non-Holo sein sollte, würde ich mich auch über das Turtok freuen oder das Stardust besonders. Tyranitar halt auch geil, also sind echt viele coole Pokémon hier mit drin. Freue mich über jede Holo, wenn es dann hier wirklich sowas Richtung Shiny werden sollte, wenn das auch Shiny-Pokémon sind. In der letzten Woche waren das ja Shinies, wenn die den silbernen Rand hatten. Da bin ich mir hier nicht ganz sicher. Oder ob man das irgendwann erkennen könnte. Wie gesagt, ich kenne das Set nicht richtig. Silberner Rand, sobald es da glänzt und ich habe das, ist es sehr geil. Legend-Karte auch sehr geil. Und eine ganz, ganz wilde Karte ist hier Alf Lythograph Trainerkarte. Was auch eine Rare ist. Ob die Holo ist, erkenne ich hier nicht. Weiß nicht, ob das eine Holo ist. Ist aber, glaube ich, auch auf jeden Fall eine Secret Rare. Ganz, ganz wilde Karte. Mal schauen. Also sind ein paar coole Karten dabei. Mal gucken, was wir bekommen. Es ist 0 Uhr, das heißt, der Progress sollte jetzt gleich starten. Ich bin schon im Voice. Toro ist da. Dalu ist noch gemutet. Zero braucht wahrscheinlich noch das Passwort. Und dann machen wir uns heute wieder einen schönen Pokémon-Abend. Es geht los, es geht los. Also, Trilux und Dalu, ihr seid drinne. Pokégame, what is going on? We're jumping into Hard halt Gold, Soul Silver, Unleashed. So also jeder hat eine kurze Line-Break, weißt du, weil es sind so viele Leute drinne. Dankeschön, Silver. Ich habe doch was gesagt, obwohl ich gesagt habe, du sollst mir nichts sagen. Hey, ihr seid ja nur drinne. Ja, gut, jetzt weiß ich das schon. Das nimmt jetzt die Erwartungen hoch. Halt doch die Schnauze. Ich bin doch mal ganz kurz liebe, bevor das. Jo. Oh, die Box sieht aber nicht so super aus. In welchem Jahr ist die? Ich glaube, 2010 war es. Warte mal, das war ja nicht so teuer gewesen. Also, was heißt nicht so teuer? Was habt ihr bezahlt? 200 irgendwas? Nee, 150 oder 160 Euro umgerechnet pro Pack waren das diesmal. Also $250 so ungefähr. $190 oder $195 waren es, glaube ich, pro Pack. Okay. Ah ja, 2010. Ja, Dalu hat 2, ich habe 2. Ich habe gerade ins Discord geschrieben, wer noch von den Zuschauern drin ist. Umut Y hat 2 Packs, Mark L hat 1 Pack, Elia H hat 2 Packs und Timo S hat auch 1 Pack. Also gefühlt gehört ein Viertel der Box uns oder Community. Plus die Leute, die vielleicht bei Dalu gleich noch im Chat schreiben, aber ich glaube. Alter, was ist denn damit passiert oben? Die hat aber von oben richtig mal Quetscher abbekommen. Oh, die sehen aber auch ein bisschen mitgenommen aus.
Wo bist denn du jetzt? Ach so. Er steckt gerade um die Lippe. Ja, warte, ich spule mal vor. Jetzt steckt er die Lippe ein. Na, dann bin ich vor dir. Ich spule aber trotzdem auch mal vor. What? Jetzt habe ich vorgespult und jetzt steckt er die Lippe nochmal rein? Er hat vier Packs in der Hand. Ja, ich spule auch gerade noch. Ich bin noch die falsche Kategorie. Keine Ahnung, ich gehe mehr rein. Ich hör gar nicht mehr auf den Einer zu gehen, Alter. Boah, war ich weit hinten. Ich spule noch immer vor. Also der mischt gerade die Karten. Jetzt mischt er, ja. Jetzt Buffatz. Die Artworks sind geil. I'm gonna try to not lose my voice tonight. Because whenever we do Harkold Soul Silver, it just gets crazy. Alright, let's do it like this. This looks pretty good. So, schönen guten Tag. Los geht's. Was macht der Ref heute, Wildes? Der Refi-Ref? Also, du musst mal vorspulen ordentlich. Ja? Also, er steckt jetzt die Karten wieder rein. Okay, die Box. Okay. Wir mal zwei. Die Box hat einen ordentlichen Schlag abbekommen. Also, eventuell gedamagte Karten. Da gibt es vergleichsweise wenig Displays. Also, Anzahl der Displays war sehr gering. Deswegen ist dein Skyridge und so auch so teuer. Ja. Alter, wenn ich fertig bin mit Spulen, bin ich ja schon fertig. Umut, oh, der direkte Erste von uns. Let's go. Umut, viel Glück. Der die letzten beiden Male Glück gehabt. Wie kann das denn immer sein, dass mein Trinken alle ist, wenn los... Ah, nee, ich hab noch was. Gut. Suicune und Entei. Was ist das Display? Pokémon Vivid Voltage? Englisch Farbenschockwert, hast du da eine Idee? Vivid Voltage ist... Vivid Voltage ist ja 120 eigentlich. Auf Englisch. Preis vom Display, wenn du es normal kaufst, 130 Euro. Und ich würde es auch nicht für mehr kaufen. Einfach warten und dann wieder für 130 Euro im Laden kaufen. Ich denke mal, wenn er das zielen will, oder? Oder werden ja so viele nachgeschossen. Ich meine, aber gut, dann muss er 20 Jahre warten. Es gibt manche Displays, die innerhalb von 2 Jahren an Wert gewinnen. Aber dann reden wir halt von 100 Euro, also 130 Euro EK und 800 Euro im VK, was ja immer noch guter Sprung. Aber das würde ich ja nie, nee. Guter Sprung ist es für 2 Jahre, also. Das kann sein. Ein Pokémon-Pack. Er weiß den Kartentrick nicht. Alright, so, we're good. Is that the... No. Ich hoffe, die Karten sind alle in Ordnung. Also die sah von oben wirklich böse aus, die Box. Ja, hier haben wir halt wieder diese Karten, die in der Sonne lagen damals und dann eingepackt wurden. Das ist ein ganz langer Reifeprozess. Halbes Jahr in der Sonne liegen lassen und dann kommen die erst in die Packs. Kommt Zero heute nicht? Nee. Der hat wegen Uni hat er zu tun. Ah, okay. Schade. Er hat gesagt, er ist jetzt Twitch-Partner geworden, muss jetzt nicht mehr mit uns rumgehen. Ja, reicht jetzt auch wieder. Ernsthaft? Nein. Kurz den Push mitgenommen. Dario ist ein ganz netter Dario, wenn es hörst. Rosalia. Boah, ich dachte, das hätte eine richtig dicke rechte Arschbacke gerade. Ja. Wird dann von der Biene gestochen. Achso, ich habe euch zum Squad-Stream eingeladen. Toro, freut mich, dass du da bist, obwohl du. Ich guck mir das gerne an. Boah, der tut mir leid. So dicke Hits, Unmut, let's go. Und noch ein Stardust, pass auf. Oh mein Gott, Unmut! Du hast das beste Pack aller Zeiten gezogen. Hat er alle drei. Unmut, ich will tauschen. Onix, Reverse, Onix und noch Stardust. Schön. The Entei. Yo, what's up, cool trainer Ryan in the house as well. Wishing everybody luck. Let's go. Yo, I appreciate the... Oh, I cannot read that. Das war ein Gottpack. Send me a super chat. What does it say? Gott. Hey, I appreciate it, Rev. Das war ein... Wie teuer war das Pack? Das war minus 160. Was? Oh, wait, no. Can I see it over here? 160 pro Pack. Das hat er dreifach wieder raus, wenn du mich fragst. Yo, I appreciate that. Lennart ist bei mir im TS eigentlich super laut. Der flüstert nur. Der ist müde. Im Titel steht noch Rust. I know your secret. What does that mean? Mal 5. Alright. 1, 2, 3. Is my secret my Yu-Gi-Oh! Collection? Mann, Gott, Peg. Started off. Oh, schönes Grotel. Genau, was ich sagen wollte, in dieser Hard Gold Series mag ich die Artworks sehr. Da sind sehr viele Zeichner drin, die auch nur in dieser Ära sozusagen richtig aufgeblüht sind, weil die haben diese Halb-Anime, also die als wenn sie aus dem Anime kommen könnten, finde ich. Sind ganz cool. Sehr high-quality Artworks bei. Oh, schön. Reverse Rare. Oh, gut, let's go.
Aber guck dir das Artwork mal an von dem Quapo. Ich weiß nicht, ob er es nochmal zeigt. Das Bild ist super cool. Aber es ist extra so grausch gemacht, ne? Ja, auch die Karte ist sehr farblos an sich. Also auch der Rand ist ja nicht gelb, der ist ja weiß-gelb. So. Also ich bin ehrlich, ne? Unleashed, da bin ich komplett raus. Ich weiß überhaupt nicht, was drin ist. Ja, wie gesagt, Hard Gold, Soul Silver. Das sind aber wirklich richtig schöne Karten drin. Der Link ist noch im TeamSpeak. Also ich würde mich freuen, also wenn ich eine der halben Karten bekomme, kaufe ich mir die andere. Die gibt es noch bei Poker Collector. Und die Shiny gibt's auch, oder? Die sind wieder die mit dem silbernen Rand, die gibt's wieder mit diesen Zacken da dran. Doch, ich muss mal hier auf der anderen Seite gucken. Oh, was haben wir denn hier? Heiko, Artwork ist geil. Die Packs sind sehr, sehr schön, finde ich. Ja, aber die alle. Also guck dir, da ist jedes Pack, also vom Design her, richtig krass. Also das Entei und das Raikou sehen richtig geil aus. Super coole Artwork. Ja, dann heute bitte vorsichtig aufmachen, die Dinger. Aber die gehen gut auf, wie es aussieht. Aber, oh, Shiggy hat ja auch ein schönes Artwork. Wie weit bist du denn, Toro? Nein, ich habe jetzt auf der Poké-Kollektion. Hä, da war aber wirklich, da kommt aber jetzt wirklich ein Shiggy. Da kommt ein Shiggy oben. Scherzkeks. Ja, Toro hat schon weiter. So, Toro, bitte für deine Stunde vor uns. Da war wirklich ein Shiggy zu sehen. Da ist es. Ja, das meine ich zum High-Quality-Artworks. Auch das mag man. Die sind alle so krass. Die ist komisch. Das ist halt wirklich schön. Oh ja, mein Gott, er hat die erste Legend. So eine Karte meine ich. Boah. Wenn ich eine Hälfte davon ziehe, kaufe ich die andere. Wie ist denn die Chance da drauf? Ah, das wüsste Zero jetzt wahrscheinlich. Also von der Seltenheit her, wie das Secret Rare, wird aber nicht so... Oder was heißt denn eine Secret Rare? So, das ist nicht ganz richtig. Das ist ja krass, da musst du zwei Karten miteinander verbinden, oder was? Wie eine Rainbow. Das ganze Ding also leuchtet. Das ganze Ding ist Holo. Die Schrift oben ist golden leuchtet. Oh mein Gott, das ist krass. This is a legend card, as you can see on the top there. It features two Pokemon. Many, many years before tag team Pokemon existed. Two artists create this card, and you get both of the cards together. Ja, aber gut. Stell mal vor, wie wird die denn in der PGA gewählt? Muss ja richtig Lack haben, die zwei richtig gut miteinander zu verbinden. Stell mal vor, da sind die Ränder anders. Ist ja richtig ätzend. Ja, dachte ich gerade auch. Was ist, wenn die Off-Center gecuttet ist? Dann hast du da einfach so einen mega Sprung in der Karte. Ja, aber die sieht gut aus. Du gradest die ja eh einzeln. Oder du packst die kannst ja eh nicht aneinander legen. Also selbst das wäre aber geil, oder, Dalo? Wenn du das so als Special Edition in so einem ganz eigenen eingefassten Rahmen so... Machen sie ja, vielleicht jemand. Du schickst zwei PSA 9 ein, die brechen die Cases auf und packen die zusammen in eins. Naja, wenn es ein Case geben würde, was die beiden zusammenhält, dann muss ja wirklich nur ein ganz, ganz schmaler Plastikrand zwischen den beiden dann sein. Dann würde ich es auch cool finden. Wenn die Off-Center sind, ist mies, ja. Dann hast du einen dicken Sprung drin, aber die sah gut aus. Oh, Vater. Boah, die ist schon geil irgendwie, weil es so anders ist. Das ist nicht wie eine Break-Karte, einfach nur unnötig und dumm. Das ist halt geil. Du machst die beide quer zusammen und das ist dann wie eine große Karte, weil du die zusammenfügst. Das ist auch die einzige, die so ist, ne? Nee. Zwei oder drei verschiedene. Ja. Die hat ja wirklich, das sind ja nur 95 Karten. Ja, aber nur zu der Zeit doch relativ gut. Wir hatten viele 70er-Sets und so. Jungle war nur 63 oder 64 sogar, oder? 64, glaube ich, ja. Yo, if you guys haven't already, make sure you demolish the like button. Let's see if we get 73? Außer könnte 73 sein. Ja, irgendwas hatte nur in den 60ern, irgendwas. Ich glaube, Fossa und Jungle hatten beide unter 70, oder? Auch schöne Karte. Die ist auch schön. Boah, die Artworks sind wirklich geil. We got that in reverse, there's Poliwag. That reminds me of Pokemon Snap. The Poliwag's coming out of the water. Who's psyched for the new Pokemon Snap game? The new Diamond and Pearl remakes. Wer ist denn gerade dran? Ist das sein zweites Pack?
Ja, der hatte zwei. Joshua, oh, was hat er? McMortar, let's go! McMortar, ist das noch Holo? Ja, ist noch Holo. Man, we got a holo hit and we got a legend card. Joshua crushing it right now. Sieht auch cool aus mit der Kanone. Boah, der Holo-Effekt ist auch geil. That is like a serious vibrant red. Man. Da hat er gut gezogen, würde ich sagen. And the card's clean. The top, the zwei, holy zwei holy. Jetzt. Die McMortar-Karte hätte ich gerne in Japanisch, weil da ist sie, glaube ich, gebannt. Das ist die gefixte Version. Der hat zwei dicke Hits bekommen. Sag mal, erkennt ihr, was ich meine mit diesen hochauflösenden Artworks? Ja, ja. Die Karte, also das Artwork sieht dreimal hochauflösender aus als alles drumherum. Aber die Karten sehen jetzt nicht doof aus. Dafür, dass die Box so einen Knall gehabt hat. Mir hätte eine Karte gereicht von den beiden. Ja, für meine also zwei Packs. Das McMortar ist wahrscheinlich eins der mit den coolsten Artworks. Aber die Karten sehen aus wie halt so Gemälde. Richtig schön. Ich finde die Unterseite von der noch geiler. Ja, aber die Unterseite ärgert einen immer. Ja, da hast du ein paar Füße einfach noch. Ja, genau. Da brauchst du die andere. Jetzt kommt direkt wieder der nächste von uns. Müsste Mark sein. Weit bist du schon? Rechte Seite jetzt, Toro. Zweite Pack. Was? Schicki. Der hat bei mir noch die Mega-Karte. Naja, bei mir. Hast mich doch nicht. Totok, noch ein Holo. Schade, auch wieder noch ein Holo. Der nächste hat drei Packs. Okay, doch, das ging ja vom Preis, ja. Ey, ich spule die ganze Zeit. Ich bin übel zurück. Er kriegt drei unterschiedliche Artworks. Ich finde das Raikou am coolsten. Macht er, ja, den macht er auch als erster auf. Nee, aber jetzt guck dir mal das Suicune-Artwork an. Nee, Raikou. Okay. Was hast du, Toro? Was? Toro, hallo? Schicki direkt. Schicki wieder top. Ja, klein, ja, klein. Boah, das Lavitas ist auch geil mit der Höhle dahinter. Aber da war gerade noch ein anderes Lavitas, das war auch ganz geil. Ich lass mich hier nicht verarschen. Ich spule hier die ganze Zeit. So, Mark L. mit einem Pack. Da ist er, Mark. Mark ist von uns. Let's go. Mark, die beiden haben... Dennis, vielen Dank für die 10 Geschenke aus. Nicht Unglück gebracht durch ihr Rumgeiere. Mark, jetzt zu. Nach den zwei Doppelhits. Aber das Artwork ist schon schön von dem Booster-Pack. Wirklich eines der schönsten Booster, glaube ich, von allen. Der Stil ist super geil. Ja, falt die Hände, dass er dir das nicht kaputt macht, Marc. Das ist ein wirklich geiles Artwork. Das Ganze schön in so einen Acool-Case packen und die Emo hinstellen. Ja, würde ich auch machen. Aber ich bekomme zweimal das Hässlichste. Ich will so einen nicht haben. Naja, wer trollt, wird am Ende vielleicht auch ein bisschen bestraft. Im Moment, aber dann, ich werde ja immer bestraft. Ich habe ja noch nie Glück gehabt. Ich habe keine Picks. The Entei and Raikou, the Raikou Suicune and Suicune Entei. There's actually six total different legend cards if you include. Ah, Pack hat er in Ordnung gelassen, Mark. Let's go. Oh, und links unten. Oh mein Gott. Alle, aber also komplett. Die hat den Tritt abbekommen, Mark. Jetzt aber hoffentlich eine geile Karte. Da auch das Artwork ist hoch auflösend gewesen mit dem Teddy Ursa. Also die sind wirklich schöne Bilder. Oh lol. Chincho, the little alien looking dude. Leider nicht so geil. Aber das sind die Grasenergie auf den Kanal. Oh, Ursaring. Ich kenne, ich fühl's. Mark. Letzte Woche hatte Dalo die. Woche, ja. Aber Ursaring gibt's doch als Special, ne? Ja, in dem Case. Ja. Oh, Marc, es tut mir leid. Wir sind jetzt Ursaring-F-Buddies. Aber es ist Ursaring. Ob du halt von Mike Tyson Kinnhaken bekommst oder von deinem Nachbarn, es ist halt einfach ein Kinnhaken und es ist scheiße. Du willst einfach keinen Ursaring haben. Will er nicht, will er nicht. Dankeschön, Bobby Bügeleisen, für den Sub. Letzte Woche pushen sie meinen Ursaring noch. Oh, wie nice das doch ist. Ja, und jetzt heute die Woche sowas, als ob ich das vergessen würde. He's back, we got it. Oh nein, oh, das geht jetzt schon. Oh mein Gott. Dalu Cola Zero oder Wasser? Was soll ich trinken? Cola Zero, scheiß auf Wasser, das hat nicht geklappt seit Wochen nicht. Das ist ich trinke für dich irische Club Zero. Ich habe heute aber seit langem mal wieder den Henkelbecher rausgeholt. Da trinke ich jetzt raus. Mach Coke Zero in Henkelbecher. Mach ich.
Boah, das ist aber widerlich aus dem Schwein. Und dreh dich dreimal, spuck's nochmal aus und fang's in der Luft. Wichtig. Na, guck mal, du hast Suikun und Raikou. Ja, Entei und Raikou wäre cooler, aber ist okay. Ich hab ja nur Lust. Ich hätte, wenn ich drei gehabt hätte, die alle drei gehabt. Das linke Pack sieht aber auch aus, als hätte da schon mal einer drauf getreten. Ja, danke schön. Aber das rechte sieht gut aus. Was macht er? Der ist wieder nervös. Ob er richtig gemischt hat, der checkt nochmal nach. Ob das, was er vorher geübt hat, jetzt richtig war. Ja, jetzt pass auf, jetzt hat er rausgefunden, dass ein Pack falsch war, legt das weg, holt ein anderes, da ist dann richtig Kacke drin, indem er es weggelegt hat, was ich nicht kann. Und er startet mit einem Teddy Ursa. Ach du Scheiße. Okay. Geht los, Leute. Mach fertig. Okay, Vulpix. Nee, nice try, also. Da ist gar kein Vulpix drin. Doch, gibt Vulpix. Ja, jetzt wollte ich dich beten. We will call you D Hollow Card tonight. Also witzig, wenn er jetzt wirklich einen Vulpix aufgehabt hätte. Erstmal also kriege ich das schöne super Manky Artwork. Okay, komm. Oh, ist sie gebogen hinten. Hast du gesehen, das ist eine Hose? Ja, aber Blusel, nice. Judge. Was macht der denn? Oh, das ist auch ein geiles Artwork, ist aber nur ein Kack-Pokémon. Komische Manky? So 3D aus, also so richtig, als wenn es da rauskommt. Sieht aus, als wenn er so ein Taschentuch halten würde. So, der Berg so dein. Mit so zwei Fingern. Ja, <so. lacht> oh ja, Riolu. Nice. Schönes Artwork. Jetzt kommt das Ursaring. Finde ich nicht schlecht als Reverse-Interview. Okay. Aber jetzt, Kubo! Oh, shit. Holo! Das ist eine Holo? Ja, das ist eine Holo, ja. Shermin. Charmin. Charmin. Wir haben aber gegen einen Evoli getradet. Aber nicht ganz schön gebogen, oder? Guck mal, die hat eine schöne Kopf drin. Ja, die kommt ja, da muss er ja ein Paket schicken. Das passt ja gar nicht in den Briefumschlag. Kann er gleich in so einer Posterrolle schicken, das Ding. Ja, links. Aber B-Drill gibt es ja auch als Solo. Oh. Die wäre nice. War das nicht mal eine Karte von Team Rocket? Hey, B-Drill? Ach so, B-Drill. Oder das muss aber neu, also das muss aber schon weiter sein. Soweit habe ich nicht mehr geguckt. Ich glaube schon, dass sie das hatten. Aber schon mal eine Holo. Die wolltest du wahrscheinlich nicht haben, die hätte ich auch nicht gewollt, aber es ist immerhin eine Holo schon mal. Bei. Also eine Komme, also halt eine Supporter. Ja, ich finde, ich mag die, also die Supporter-Karten, ohne jetzt Reverse, ist egal, die finde ich hier in dem Set ziemlich cool, weil die relativ dick oben sind, also die haben sehr viel extra, die sehen super special aus. Also welche ich dir gewünscht hätte, wäre Engineer's Adjustment. Warum die? Ja, sitzt halt am Rechner und hat eine Brille auf. Die hätte zu dir gepasst. Jetzt pass auf, jetzt kommt noch was Dickes. Kommt jetzt noch was. Und Artwork, also das Booster sieht aber doch schon ganz cool aus. Die sind wirklich richtig gut. Sehr schön, ja. Chat. Das Wischtuch. Franzos Longos, danke für deinen Resub. Also so Namen, Alter. Oh, nix. Come on. Okay, Onyx. Du bist minimal vor mir, aber ich will nicht spulen. On Holo, okay. Oh, and the turnaround times. Aus wie ein Rennwagen. Da ist doch diese Pflanze schon wieder drauf. Alex says, send your cards to me, I'll grade them, I promise. Send them to Alex! Alright. We got our trainer card super scoop up. Super scoop up. Nein, jetzt kommt der super Geld in drei Supporter. Und noch ein Onyx. Und noch ein Zubit. Und Roselia, da kommt. Oh ja! Und noch eins. Ja! Immerhin! Was ist das? Es hängt! Boah, was das? Drei Onyx in dein Gesicht rein! Boah!
Das war ja... Honda, die mich drüber gefreut, ey. Was ist das für ein schreckliches Pack gewesen? Schrecklichste Pack des Abends. Dreimal Onyx, ey. Das kannst du. Wenn da noch das Stalos gekommen wäre als Rare. Kannst du ja gar nicht mehr schlechter machen. Ripp da, Lu. Onyx. Ja, wenn man zu viel trollt. Das wird der YouTube-Titel bei mir. Daluk, dreimal Onyx OMFQ. Wo läuft denn jetzt wieder hin? Guck mal, der dreht sogar eine Runde für dich. Wegen dreimal Holo-Hit. Dreimal Onyx. Was hat der denn da? Oh, Yu-Gi-Oh! Millennium-Auge. Mann, heute ist Pokémon dran, leg den Scheiß weg. Oh, Oldschool Yu-Gi-Oh! Opening? Okay, da wäre ich auch nochmal dabei. Up next we have Steven C. 9146. Fünf Packs? Ja, let's go, Steven. Ich würde sagen, der muss seine Sammlung auffüllen. Alter. Er hat kein Raikou bekommen. X-Bud ist aber auch die Need auf dem Pack. Ja. Fünf Packs. Put your guesses in. Yo, Rhymes, what's up? Alright, the biggest pull you missed. Für Rhymestyle zeigt er extra nochmal die Hits. Das hat er für niemanden gemacht. Ja, guck mal, was du für fünf Packs nicht bekommen. Jetzt reißt er die Päckchen auf. Der hat das Seal gebrochen. Hat's wirklich ausgepackt, ja. Ja. Der macht ja den Sticker immer drauf, um es zu sealen. Also da wäre ich jetzt tilt. Wer war das? Ne, das war Steven C. war das, glaube ich. Ich guck gerade, welche Legends-Cards es gibt. Gab doch schon ein paar davon. Was, du hast ein paar davon? Nee, ich habe geguckt, welches. Achso, es gab welche, okay. Ein Quasar Deoxys. Galaga und Palkia da. Alright, Chat saying as well. Entei und Raikou, ne? Like we need to give Crobat some love here. Let's do the Crobats first. Then the Swoon, Entei, then the genau. You like Steven, Pack number one. Irrsinn. Selbe genug bist, kannst du. Gibt es eigentlich einen Cap bei dem? Weil 5 ist ja schon wirklich eine Ansage. Nee, wir hatten mal 10, Dalu und ich. Es gab mal eine Box mit 40 Packs, eine japanische, da hat Dalu 10 genommen und ich habe 10 genommen. Das war schon ein paar Monate her, da waren die noch erschwinglich, die Dinger. Wir gucken uns das mal an. Oh, Shilok als erstes. Was ist das denn, Han? Hä? Interviews, questions, there's our three uncommons moving into Zubat. Das ist auch wie ein bunt Lauch. Oh, das ist geil. Das Lavitar ist super geil gewesen. Okay. Our reverse is Roselia. Ed! Auch nice. Aber die beiden. Oh, we gotta get zeig mal das andere. Komm, ich hoffe, er hat es gesehen. Das Lavitar daneben. Sie waren beide, die müssen beide safe vom selben Zeichner gewesen sein. Roselia. Hanf, definitiv Spinat war das. Come on, Crobat. Show the people what you got. Drei Onyx, ey. Das war's. Geh nicht mehr rein bei Pokeref. Alright. Eine sogar Reverse, ey. Da will ich für töten. Auch schön. Auch sehr, sehr schön. Mit dem Tempel, mit den Blättern, mit dem Herbst, cool. Ah, das Vulpix ist auch nice. Cool Gen 2 Pokémon in here. Some Gen 1. Turtwig. Das sieht halt das Booty Stantler. Das also Stantler sieht halt Big Booty. And I think we got that in a non-hollow. Let's see what's behind here. What's behind door number 2? Ooh, another non-hollow. Aber der Background ist aber schön gewesen. Also mit diesem, ich sag auch mal mit diesem asiatischen Wellenstil. Lantern. I thought you were gonna have the fire. MS, thank you. Appreciate it. Auf ganz schnell. Yo, Tyler Hendricks, thanks for the super chat. Ready for the remakes. Pokemon Legends, all plans will be canceled because I will be investing in my Switch. Yes. Yes, there's going to be a lot of gaming on the Switch this year. Yo, Julian, ich hatte heute noch nach unserem Dings heute, ne? Yes.
nach unserem Garlic Phone. Also ich hatte wirklich 10 Minuten Lachflash wegen dem Bumsi-Bär. Bumsi-Bär? Da waren aber viele gute Lacher wieder bei. Oh, den Bumsi-Bär, da konnte ich nicht mehr. Der Chat ist komplett ausgeflippt und ich war einfach nur noch dumm. Not yet. Hopefully there's a rat ta-ta-ta-ta-ta in this set. Good rod. We haven't seen one yet though. That makes me think that there might not be one. Die war, aber der Judge war schon einige Male dabei. Spiro zum ersten Mal. I don't think we saw you. That's actually a pretty cool artwork. Ja, was passiert denn bei dir gerade, Dalu? Mach die Cam spiegeln. So. Squirtle to go with that war turtle that you got earlier. Und dafür mal einen Button. Build him! Oh. Oh, nur ein Jummel. We'll reverse. That's an uncommon and a rare. Come on, let's get our first prime card. Oh, I'll take a hollow though. Torterra. Das ist ein Holo? Hollow hit. Ja. Out of the third pack in. We are 1-for-3 right now. We got 2 more packs. Torterra. Ja, cool. Wobei, ist eigentlich ganz cool. Der Hintergrund passt halt perfekt farblich zu den Pokémon. Den gab es jetzt auf vielen Karten drauf. Guck mal, der hat eine Galaxie, hast du gesehen? Der hat oben links eine Galaxie. Der hat einfach da eine Milchstraße gehabt. Milchstraße. Also es gibt noch Zadu, Beedrill, Dudu Voodoo? Okay. Noch einige, die wir noch nicht gesehen haben. Beedrill will ich heute sehen, in Holo. Das sieht schön aus. Da zum Beispiel, da ist auch dieser selbe Hintergrund auf diesem Apfelding da. Da sind auch diese Banner. Ja, du musst mal auf diese Banner achten, als wenn das in so einem Park wäre. Das haben sehr viele Karten drauf, das ist super cool. Ah, siehst du? Auch wieder so ein Banner im Hintergrund. Ja, stimmt. Oh, die ist so geil. Da ist ein Banner im Hintergrund. Da auch, ja. Auch. Das ist echt nice. Das Quapuzzi hätte ich gerne als Reverse. Was ein Pokémon-Turnier wäre. Mankey. Er hat noch nichts Geiles bekommen. Also das ist die schrecklichste Karte in Real. Also er buffert's auch. Da macht er den Stream aus. Er hat noch wirklich noch keinen guten. Ja, wobei zwei Holos hatte er, aber. Du willst sie mit dem silbernen Rand bekommen. Ja, wobei er hat zwei Holos. Aber so geil sind die nicht, die Holos. Nee. Du erkennst den Holo-Effekt irgendwie schlecht bis bei denen. Aber eine Mega. Was hat denn der für einen Mega-Ball da oben links drin? Hast du gesehen? War der Energieball, oder? Bei mir. Ja, ja. Buffert's bei euch auch? Nee. Der zeigt gerade Miss Magius. Ja. Ist er schon fertig? Nee, kommt noch eins. Ein Pack hat er noch. Zwei Holos sind schon gut, aber. Ich glaube, bei den Holos hat er keinen Luftsprung gemacht, auch wenn die erste ein Starter war. Lila Launebär. Damit bin ich aufgewachsen. Was ist Lelo? What's up, Dan? War das der auf dem Dachboden? Mit Matty. War das doch auf dem Dachboden? Also, der Lila Launebär war ja so eine richtige Plüschfigur, ja, mit einem richtigen Menschen. Welches war denn das genau? Aber war das das, wo das Studio sozusagen auf einem Dachboden war? Also das war nicht in Wirklichkeit so. Kann aber sein. Was ist das denn für ein Golbat? Larvitar. Miss Trevis. We got an Onix. Oh. Come on, let's go. Last pack magic for Steven. We got a reverse Roserade. Auch nix. Ich muss mal sagen, dass dieses Set extreme Artworks hat. Last pack magic. Also ich hätte gerne die ganzen Turnierkarten. Ich meine, er hat zwei Holos bekommen, das ist okay. Und Roselia und die Weiterentwicklung als Reverse auch okay. Ja, das war nein. Aber bei 5 Packs, da hoffst du auf ein bisschen mehr. Jetzt kommt Trilux mit 2 Packs. Der Bär im blauen Haus, meine ich. Und die Bär ist Badass. Das kenne ich nämlich gar nicht. Bär im blauen Haus ist so ein richtig großer 2,40 Meter Bär, richtig haarig. Der hat immer aus dem Fenster geguckt und gerufen. Also ich kenne auch den, wie hieß denn der mit der, wie hieß denn der mit den 3 Söhnen, der Bär? Was, Captain Blaubär? Noch Barney, den Dinosaurier. Nee, es gab Captain Blaubär und mit seinen 3 Teddy-Söhnen oder so. Genau, Captain Blaubär. Blaubär war doch hier, war das nicht hier, wir sind noch mit der Maus oder was?
Oder Enkel waren das, genau. Blaubeer und Heimblöd. Bimbambino. Achso, ich habe bei Logan Paul mir das Video angeguckt. War ja krass, dass er, Alter, was ging da denn ab, Alter, bei den ersten Openings? Ich habe es noch gar nicht gesehen. Ja, also das schon, aber da der Logan hat ja auch vorher was genommen, glaube ich. Ich bin ganz ehrlich, das war komisch. Ja, er hat sehr oft sein Haar geschüttelt. Er hat auch einfach mal Karten aus der Hand fallen lassen. Komplett. Echt? Das muss ich mal angucken. Logan war nicht ganz auf der Höhe. Ich sag dir, wie es ist, Lennart. Ich hoffe, da gibt es schon ein Highlight-Video zu. Das will ich mir, da mal angucken. Alles gibt es davon. Prove to us that you can have the goods. Kannst du das Highlight-Video von Syndica angucken? Hat die was gelackt? So leid. Ah, hat nichts bekommen. Nein. Pack Nummer 1. 40.000 für den Trainer. Nee, hat aber nicht den Eich bekommen, oder? Elektroball. Okay, das tut richtig weh. 30.000, das ist ein richtig gutes Auto, ey. Mirla, what's up? Thanks for Super Chat. Do we pull Bangles or a Cyndaquil? We didn't get Cyndaquil, but we got Legend Card. We got some nice hollows as well. We're gonna see what else we get out of here. We're not even halfway through this thing yet. Come on. Alright. Tim's Collectibles, I appreciate it. Ah, die ganzen nee, hab ich nicht. Ich hab kein Pack gekauft. Jimmy, ich kenn das Set nicht. Jimmy, what are you doing? Deswegen bin ich da auch nie reingegangen. The people want to see the poker cave a little bit. There we go. Alright. If you don't know, this is the den Kamera-Hintergrund finde ich geiler bei ihm. Auch wenn die Facecam größer ist. Da kannst du immer schön gucken. Guck mal, unten rechts ist was Neues unter dem YouTube-Play-Button. Oh! Meines ist ein Ursa-Ring, aber Prime-Karte. And it was in the reverse spot. And Crobat. My guy pulled through with the ist aber trotzdem cool. Ja, es ist halt die ist so anders, Ring, deswegen ist so cool. Die sind so Nahaufnahmenfotos. Das Reitschuh ist aus dem anderen Set zwar, glaube ich. Aber das ist halt, das sind auch schöne Karten. Obwohl die alle so farblos aussehen. Also ich glaube, bei dem Artstyle ist das Lantern ziemlich geil, glaube ich. Like Wolverine. Er spoilert uns. Ja, ich kann halt, also ich kann nicht weiter vorspulen, bei mir war er immer. Kacke. Ja, ich habe gerade aber auch gebuffert. Ibitak. Eieiei. Ich finde die Karten schon schön. Man muss sich bei vielen Karten auch immer das Gesamtbild so ein bisschen vorstellen. Also viele Karten kommen auch eher zur Geltung, wenn du mehrere davon hast oder wenn die halt nebeneinander sind. Du merkst es einen Unterschied schon, dass das Gesicht des Pokémon so groß ist. Thanks for watching. Alright. The Bear. Hat das er das zweite Pack noch? Das Crobat gibt es auch noch, aber ich glaube, das sieht ziemlich strange aus. Pack number one. Pulling the Prime. First Prime of the day, baby. Alright, Steven. Pack number two, the Suicune. I have that card. Is it rare? Ja, Prime-Karte ist immer geil. Und dafür, dass ein Ursaring ist, so schlecht sah die doch nicht aus. Wäre das Ursaring ein Glurak mit der Kralle, das wäre sick, oh ja. Absolutes Hass-Pokémon war Miltank. Also ich fand Pantymos damals schlecht. Was soll denn Pantymos sein? Was ist das? Okay. Aus welchem Set? Nee, allgemein als Pokémon. So Hass-Pokémon. Pantymos. Boah, was wäre denn mein Hasspo? Blutzug hatten wir heute beim Feuerrot spielen. Blutzug finde ich total unnötiges Pokémon. Ist halt einfach eine Zecke. Weasel. Auch schönes Artwork. Auch geil. Got a spear, almost said Firo. Alright. Can we get two big hits in a row? Steven? Also ich fand Onix immer, zum Beispiel ist auch miserabel. Also was andere mal... Nein, er kriegt zwei, oh mein Gott. Er kriegt zwei Prime Cards aus zwei Packs. Alter Schwede. Das ist insane. GG, Alter. How? What, dude? You got two Primes in a row? Oh my God. Yo, are you kidding me? Steven! Ja, das ist krass. Und der gerade fünf Packs gekauft hat, ne, der beißt sich halt so richtig in den Arsch. Der hat fünf Packs, dass der danach holt einfach die zwei Primes raus. So. Und das ist der Reverser, der kann noch eine Holo dahinter haben.
Na gut, die dahinter waren kacke. Wie viele Prime-Karten gibt's pro Booster aus wohl? 3, 2, 3? Nee. Prime gibt es 1, 2, 3, 4, 5. Nee, also 6. In einer Boosterbox, wie viele da halt drin sind, rauskommen. Ach so. Ich hätte geschätzt 2 oder 3, wahrscheinlich nur. Das wäre krank, wenn jetzt keine mehr kommt und der hat beide aus 2 Packs bekommen. Also Steven ist jetzt schon der Gewinner von dem Unboxing. Wow. Nicht der mit den 3 Unix? I did not think we were gonna see 2 Primes in a row. Die sehen nebeneinander echt geil aus, wenn du die alle hast. That is nuts. That's two of the six already. The other four primes. Also was ich noch sagen, was ich noch sagen wollte. Also andere haben das immer gehasst, aber ich habe ich hab immer Pummelo sehr gemocht, zum Beispiel. Ja. Ja, waren so bei mir im Mittelfeld irgendwo. Ja, so war so ein. Achtet man nicht. Der Pummeluff hat immer alle angemalt. Ich fand das super. Ja, in der Serie war es witzig, aber im Spiel nicht. Wenn du gegen Pummeluff gespielt hast und das hat dich in den Schlaf gesungen, war es nervig. Ja. Und wieder Aufwecker kaufen gehen, Mann. Aber das sind alle Status-Effekte in Pokémon, waren ja auch so hier Paralyse dann immer. Ja. Dein Pokémon ist verwirrt. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Scheiße. Oder dieser, du greifst einen Nidoran an und vergiftest dich an dem scheiß Giftstachel, wenn du es triffst. Auch super nervig. Gift geht dann auch über den Kampf hinaus. Ja, und dann rennst du nachher draußen rum und du hast dieses Bildschirm flackern und mit jedem Schritt, den du machst, weißt du, scheiße, dein Glutexe verreckt gerade elendig. Du kannst nichts dagegen machen. Zum OS 9148. Hm. Timo ist von uns. Timo genau hinter Steven N. mit 2 Primes. Und da kommt das dritte Prime. Let's go, Timo. Yo, Timo, check the bike. Cool. What's up, dude? You did a thing today? Does that mean you got another shiny Charizard? Timo! Alright. Boah, ich wäre jetzt nicht gerne direkt hinter dem. Timo, one pack. Ah. Sah gut von hinten aus, die Karte. Super Scoop. Das Magma ist geil, vielleicht hast du die Weiterentwicklung. There's Weedle. Was the first Weedle today? Apom. Mischievous. Ja! Shilock Reverse ist geil, Timo. Das ist schon krass. Oh, schade. Leider. Non Holo. Aber Reverse Shilock ist gut. Aus einem Pack. Gerade was holen. Das ist in Ordnung, würde ich sagen, aus einem Pack. Habt ihr vor uns noch gespielt? Ich habe die 5 Stunden seitdem Pokémon Feuerrote Edition gezockt. Let's go. Oh, you made it. Dude, let's go. You made a separate Pokemon channel, Jake the Viking. Yo, make sure you guys check it out. That sounds sick. Ist die Flugbahn wieder offen, Toro? Ich wollte einmal den Rekord jagen und dann war das abgesperrt. Die Falltür. Even though I don't have one. Even though I don't have a Shiny Charizard. Offen eigentlich. Okay. Weil letztes Mal, wo ich da war, war da ein Schloss vor und dann konnte ich da nicht rein. Weil vielleicht probiere ich es morgen nochmal. Alright. But 2 Suicunes. 2 Suicunes. Let's see what we can do. Let's see what we can do with 2. Eine Minute 8 knacken. Ja, traue ich mir zu. Also, Dark Green Marine, I appreciate the super. Ich hab ein bisschen analysiert, wo ich die Zeit verloren habe. Old first edition Pokemon collection. It was water damage from a leak in the garage and all moldy. Oh! Oh! Show us some photos if you feel like it. Throw them on the Reddit page. If you guys haven't already checked out the Reddit page, go down below to the description. JMS, gar nichts. Der quatscht gerade nur über Reddit. JMS, wann ich drankomme, weiß ich nicht. Ich dachte, ich wäre eigentlich relativ schnell dran gewesen, aber ich glaube nicht, dass ich einer der Letzten bin. Ich denke, meine nächsten 3 Bestellungen sollte ich dabei sein. As much as it sucks,
Wobei, nee, letzte Woche wollte ich wieder Sachen in den Warenkorb packen, hat's nicht geklappt und dann musste ich da ein bisschen kämpfen, aber es hat geklappt. Aber ich glaube nicht, dass ich einer der Letzten bin. Thanks, Jake. Schön, dass Paro hier ist. Great Pokémon Hunt? Hm? You have obwohl du kein Pack hast. Right. Dass du mit dabei bist einfach. Ja, ich guck halt auch mal gern. Alright. Three from the back. Patrick, thank you for subscribing. Oh, auch ein Schlock. Cool. I love it. Harkle Soul Silver Era in general sick. Die Tongue. Leonard, morgen beim Abschlussevent wolltest du auch singen, oder? Nee, wir hatten ja überlegt, die Helikopter-Show zu machen, aber wir sind nicht dazu gekommen, irgendwas zu üben. Ich habe die Bühne auch noch gar nicht gesehen, ob das überhaupt machbar wäre. Ich weiß auch gar nicht, ob ich auf dem Server bin morgen. Wann soll das denn stattfinden? Um 10. Was hast du morgen? Ja, Mittwoch ist halt immer Counter-Strike-Tag mit Felix. Ja, aber die Rust-Season-Ende willst du da mitmachen. Ich guck morgen mal spontan. Muss auch nochmal Franzi und Blader fragen, ob wir da jetzt noch irgendwie schnell was machen wollen oder so. Okay. Let's pack magic. Let's make it happen. Energy Returner. We got a rare candy. The Metang. Apom. Blader schreibt gerade bei mir im Chat, er würde super gerne was machen morgen. Wer, Blader? Ja. Flugshow mit Gesang. Er hat geschrieben, wir sind nicht dazu gekommen, Fragezeichen. Nein, du hast ja eine Nachricht nicht gesehen. Da hat er gesagt, hey, er hat Bock. Also Blader wollte singen dann auch, oder was? Mhm. Und ich flieg? Ja. Okay. Boris Chat lacht doch über deine Zeit. Boah, ein Beatrill. Eieiei. Ah, das ist aber ein Holo? Nee. Was? Sieht doch nice aus. Beedrill ist mir auch als Pokémon zu Standard. Also es ist halt eine Biene. Ist halt eine Biene, sagt er. Die konnte super Tackle attacken. Bam, Alter, hat aus dem Leben geschmissen. Oh, nächste Woche wieder dick. Habt ihr euch denn schon die neuen Trailer zum neuen Pokémon-Spiel angeguckt? Ja, wir haben das live geguckt, die Direct. Okay, nächste Woche wird wieder teuer. Also Pokémon Snap wird für Mix nix sein, aber das Open World Ding, da freue ich mich drauf. Das ist nur über, warte mal, das ist nur über Switch, ne? Ja. Es hat Nintendo direkt ist, ne? An sich, das ist halt. Puh. Aber das kommt ja erst in einem Jahr, aber das werde ich auf jeden Fall spielen. Open World, Pokémon, ich glaube, das wird cool. Ja, da muss aber noch einiges. Also richtig einiges. Ja, das war Alpha, also. Dass sie das überhaupt im Trailer benutzt haben, wenn die Pokémon da mit 3 FPS rumhumpeln. Aber das wird schon gut werden, glaube ich. Da war noch gar keine großartige Farbe so wirklich drin, also, ne? Das war halt nur sehr stumpf. Ja. Das Gras, was war das für ein Gras? Das sah aus wie. Das sah halt wirklich schlecht aus, so, ne? Whatever. Throw a comment in there, like the video, you'll be entered. I'll use a random comment picker to pick a winner and I'll announce it in the next live stream. Appreciate it, I Empire. Schade, dass es Pokémon Games immer noch auf dem Nintendo gibt. Tja. Hört er zu. Die beste Alternative für Multiplayer ist Temtem. Die beste Alternative für Singleplayer ist Nexomon. Let's see. Wenn du am PC spielen willst. War das schon Vulpix? Nexomon ist super krass. 2010 was the release date of this. So it's the whole era of this is a huge throwback to Gen 2. Das Golbat sieht so komisch aus. Vulpix. Got Onix. Oh, das wäre ein gutes Pack. Die Singleplayer-Alternative war Nexomon. Squirtle. Oh, Squirrel auch noch. Jetzt kommt ein Hit, glaube ich. Ach, Prime Ape. Eieiei. Wir sind zwar schon eine Stunde dran, aber irgendwie fühlt sich das Tempo heute doch relativ okay an. Schnell an. Hat auch ein paar Minuten später angefangen.
Tempo, Tempo ist gut. Meint er, Druck. Der will nur schnell ins Bett. Bei dem ist, wie viel ist jetzt bei dem? 6? Ich glaube, 18 Uhr ist ja bei dem. Aber der hat Frau und Kind. Vielleicht hat Madame heute was Leckeres gekocht. Spaghetti mit Meatballs. Oh. Roulade. Oh, Tauros. Ja, was ist da in Amerika so ein Riesending Mac and Cheese? Ja, Meatballs doch auch, oder? Meatballs mit Spaghetti. Kriegst du, ja, hier kriegst du abgepackte, also fertige, vom Fleischer gemachte Meatballs. Alter, und da legst du dich rein. Mac and Cheese in Massen. Mac and Cheese ist so geil, ey. Das bräust du aber am nächsten Morgen so unglaublich, ey. Was ist das denn? Das ist eine Holo? Am Moment ist eine Holo. Ach, scheiße. Was ist das denn? Wer will die denn als Rare und warum ist das eine Holo? Das ist wie M4A4 X-Ray. Hm, der Kopfhörer-Akku ist fast alle wahrscheinlich. Und was die Amis lieben, sind Burritos. Burritos sind aber auch so geil, ey, das kriegst du in Deutschland auch nicht so geil, oder? Lieferdienst, ich habe hier einen Lieferdienst, der macht echt geile Burritos. Burritos sind so eine geile Sache eigentlich. Taco, Nacho, ja. Was es hier so gibt, sind so, also Chips in Irland, ne? Gibt so eine Käse, also halt Pommes, aber anders, mit einer Burrito gleich zwei Tage auf Toilette. Hotel. Alter! Ja, klingt auch geil. Das ist... Boah. Simon, oh, warum Burrito gleich zwei Tage auf Toilette? Hä, what the hell? Irgendwie 2,50 und dann kriegst du so einen riesen Berg einfach. Boah, ich bestelle hier morgen, glaube ich, beim Lieferdienst. Hier gibt es einen Lieferdienst, so der bestellt, so der liefert erst ab 90 Euro Bestellwert. Da musst du 6 Burritos kaufen, um da hinzukommen. Ich glaube, ich werde da bestellen. Und die anderen Burritos, die packe ich mir ins Tiefgefach. Ich sage, Safe Call Trilogy kommt als letztes. Ich weiß es. Ja, ich habe eine Bestätigung bekommen. Chad, you decide which pack we open first. Put a hashtag Suicune or a hashtag Crobat. That's the one I'll open first. I'll try to eat it. Ein richtig geiler, frischer Burger ist immer so, finde ich, das Beste. Burger ist auch geil. Enges Burger hier, das ist ja mein Lab. Also Burger, so, wenn die richtig schön frisch sind. Der Obershit. Die Ami-Burger sind aber auch so geil, ey. Wenn das Bun triefst selber vor Fett, aber es ist trotzdem so geil, ey. Also ah, du hast den Vlog doch gesehen, Dalu. Den, wo waren wir denn da, wo Felix unbedingt hin wollte? Ah, wie heißt es denn? Five Guys? Nein, wie heißt das? War das Five Guys? Ja, doch. Oh, diese Burger sind unglaublich geil. Das Einzige, was bei dem Vlog hängen geblieben ist, ist: Ich bin Felix, ich habe mein Handy vergessen. Ich habe mein Tablet vergessen. Meine Jacke habe ich auch liegen lassen. Ich gehe mal mit Sachen hin, aber komm mal ohne zurück. Am Flughafen auch fast vergessen worden. Aber geil, dass ihr beides zurückbekommen habt. Also das war sehr schön. Also ich dachte echt, Cheek Chat zieht uns ab. Babo, Pack Number One's gonna be the Crobat. Let's get it. Ja, das war echt ein Abenteuer. Das war da zwar anstrengend, aber da, also Felix musste da ja selber drüber lachen immer, wenn er sich das anguckt. Auch schon über 2 Jahre her jetzt bald, ey. Seattle ist aber eine Stadt, da kann man wirklich mal hin. Das war, also ich habe mich vorher nicht informiert, Seattle war wirklich richtig geil. Ich glaube, Toronto ist auch geile Stadt. Da war ich noch nie. Halt Kanada, ne? Kanada ist halt auch echt schön. Pollywag? Kanada ist, glaube ich, wirklich echt schön, aber es ist mir zu kalt. Zieht hier was an. Lieber. Oh, wer hat das Big Booty Standler als Rivers? And the Hollow Man of me. Yo, I'm actually psyched to see this because if you guys open Shining Fate. Der sagt doch immer nur, dass das Holo ist. Also, die ganz normalen Holos bisher war noch nichts dabei, wo ich gesagt hätte: boah, geil, ey. Doch, das erste mit der, wie hieß es nochmal, mit der, Magma-Entwicklung. Ja, genau, der sah geil aus. Ja. Wobei, die sieht auch eigentlich ganz cool aus. Da kommt der Holo-Effekt wenigstens raus. Toronto ist super, absolute Empfehlung. Oder war das ein Wortspiel von dir, Toro? Wegen Toronto? Toronto? Den hätte ich eigentlich nur wegen dem Namen gern.
Ich will mal nach Detroit. Und wenn ich dann heile nach Hause komme, dann habe ich meine Bucketlist ab. Wie nee. Ganze Ecke da, also das ganze, also alles auf der linken Seite juckt mich gar nicht. Hä? Detroit ist eher im Osten als im Westen. Ja, von wo? Von Mitte Amerika aus gesehen. Ja, aber von uns ist es links. Ach so, von uns aus. Ja, du kannst ja auch also rechts rum gehen und dann kommst du auch hier. Ja, okay, dann ist geil. Also ich glaube, Toronto dürfte auf der fast selben Achse wie, also ich glaube, das liegt sogar noch höher als Irland. Wenn du jetzt einfach komplett nach straight nach Westen rübergehen würdest. Probier's mal aus. I was hoping they could do Gen 2. Oh, ich nehme mal mein Geo-Dreieck und dann geht's los. Geh mal los. Jungle, fossil, rocket type stuff. But we'll have to wait and see what happens. I'm excited. I like the suspense. Wenn Corona nicht gewesen wäre, wären wir vor 3 Monaten in Panama gewesen. If I could have it anyway, I'd have it. Wieso? Willst du da Packs kaufen? Ich weiß nicht, ob die da überhaupt Pokémon-Karten haben. Also das habe ich meiner Family geschenkt, solange alle gesund sind. Einmal nochmal eine richtig weite, krasse Reise. Wir wollten erst nach Madagaskar, aber da ist im Winter Regensaison. Und dann sind meine Eltern irgendwie auf Panama gekommen. Panama ist aber auch schön. This is the mystery and the thrill of like not really knowing what the heck was going on until you actually got what you were waiting for. Jetzt buffert er richtig. Okay. Kuba wollte ich gerne mal. Kuba ist, glaube ich, auch geil. Da waren meine Eltern auch mal. Aber es soll nicht mehr so toll sein wie früher. Weil es, wie sagt man so schön, wie heißt denn das Wort? Verwestifiziert? Ja, genau. Es haben ja sehr aufgemacht oder so bei bestimmten Sachen. Und diese ganze alte Kultur und alles, was dazu gehört, wird halt so weggefetzt, weißt du? Ja. Ist Japan ist es. Hey, Kakuna Matsada! First one today! Ich würde mal gerne nach Alaska und dann mit einer Goldpfanne ein bisschen rumrennen. Eine Goldwaschpfanne. Toronto ist unter Irland? Okay. Da kann es nicht so kalt sein. Obwohl der Schnee dort wahrscheinlich übel ist. Larvitar, Mankey, got a Zubat. Es waren noch keine Primes, ne? Es waren jetzt bis jetzt nur die zwei. Yep. Ja. Wie oft ist die denn bitte als Reverse da? Ist das dritte oder vierte Mal? Ich gerade. Oh nein, der hat die untere Hälfte! Och, die wollte ich haben. Ich finde das so geil, dass die Schrift da so kreuz und quer drauf ist. Das finde ich irgendwie cool. Torrent Blade. Ob die beiden sich wohl streiten? Wer wessen Karte bekommt? Naja, die obere Hälfte. Der soll die andere mal dranhalten. Das wäre geil, wenn er das tut. Ja, er macht's, okay. Oh mein Gott, ey. Wir werden jetzt mal gleich sehen, wie das aussieht zusammen. Das ist halt also auch vom Center Ring und von den. Also, wie du da aufpassen müsstest eigentlich. Aber dass beide in einem Display drin sind. Das ist wirklich krass. Scheiße, das heißt, ich krieg gar nichts mehr. Ja, typischer Länder. Ich wieder. Du bekommst beide aus einem. Hold on, what do I do? Okay, let me put this in here. You guys are about to see, you're about to witness a completed legend card for the very first time in the Polka Cave. I present to you. Na gut, das wird jetzt natürlich. Ist schon geil. All right, this is huge. This right here is huge. Schon schick. Also ich mag die, ich mag das Artwork halt. Also das würde ich gar nicht sprayen lassen. Also nur der linke Rand passt wirklich zusammen, ne? Der rechte Rand ist dann halt. Ja, weil die rechte, also die untere Karte braucht halt oben immer noch diese Kartenrahmen halt. Aber trotzdem ist wirklich ganz schick vom Artwork her, aber ich hasse die halben Karten. Alter. Die würde ich, glaube ich, gar nicht graden lassen. Ich würde mir irgendwas basteln, dass man die so hinstellen kann. Ich check.
Boah, stell mal vor, die hättest du zusammengezogen. Das wäre der Monster überhaupt. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch die beste, glaube ich. Spielbar. Als eine? Also beide als eine? Ich glaube, du brauchst beide Seiten und dann kannst du sie ausspielen. It honestly puts a lot of different card artworks to shame because this is like, just look at this took two different artists to create this. Die Details sind echt krass in den Haaren und so. Wie detailliert die Karte ist, das ist wirklich krass. Oh man. Guck mal, das war vor 10 Jahren. Jetzt kriegst du, jetzt hast du Break-Karten bekommen. Break-Karten. Überlege halt mal deinen Vulnona daneben. In Gold, Silber, also richtig übertrieben. Da fängst du an zu weinen. Keine Ahnung, was die zusammen wert sind, was das Gesamtding wert ist. Er hat gesagt, die Oberhälfte $1,500 oder so in der 10, hat er, glaube ich, gesagt vorhin. Literally have the other half of each other's cards. Der muss sie connecten. Like you're forever together. You're forever together. You can if one of you is feeling a little sad one day, the other person is gonna feel it. If you're feeling happy, the other person is gonna feel it. It's gonna be like I'm telling you. This is forever now. So als Halskette tragen vielleicht beide. Und beide treffen sich dann mal und halten die dann zusammen. I mean, dude, oh. Baba with the Hollow Manaphy. Ach, der zwei Holos auch noch. Aber bekommen. Wenn du nur die untere Hälfte bekommst, da ist halt gar nichts nee, drauf. Ein paar drauf. Füße, ey. That's a moment right there. That's a big moment. Bubbelref. Die Freundschaftskette, stell mir vor, die treffen sich auf der Con so. Diese zusammengesetzten Karten erinnern mich immer noch so an die Exodia. Also, Fusion! Und dann Klatsch. Die Exodia, wenn du sie auf der Hand hattest. Linker Arm, rechter Arm, linkes Bein, dann kommt der Kopf. Ja, da war so ein reiches Einzel-Shit-Kit, der hatte Exodia. Ich hatte das linke Exodia. Bein aus dem Pack. Das war alles, ey. Da habe ich mich gefeiert. Da habe ich meine Mom 3 Tage für abgeknutscht. Die hat mir ein Pack gekauft und ich habe Exodia linken Fuß bekommen. Ich glaube, die wurde mir auch geklaut eine Woche später. Right side is actually living up to it. Right side is competing with the left side. Anthony, what's up, dude? Hey, Rev, any good pulls so far? Oh, Anthony schreibt, PokerRev ist Pflichtprogramm. Sehr gut, Anthony. Like 5 minutes ago, not even. Elia ist auch von uns. Ja, Elia, let's go. Two packs. Natürlich direkt wieder nach der Legend. Aber du hast die beiden besten Artworks. Dann kommen noch ein, zwei, sind das 4 oder 5? Nee, mehr. 8 oder so. Mehr. Okay. Dann habe ich einen Knick in der Optik. Bin nicht vorbei. Noch alt. Also wie unsere gute Gartic-Phone-Session. Ab alle ja, Teile könnt ihr dir schicken. Oh mein Gott, schickt ihr mir rum. Dirty Dirt. Was hat er gesagt? Der hat die Exodia, der hat alle Teile von der Exodia. Hast du die auch noch? Ja. Ich hab die grainen lassen. Ja, dann lasse ich die auch noch grainen. Dann bist du nicht mehr cooler als ich. Und dann, was machst du dann? Dann mache ich mir auch noch goldene Flügel hinter meinen Gaming-Stuhl und dann? Ja, aber ohne den Rekord wird das nichts. Ja, morgen. Ich sehe einfach schon 20.000 Helis-Kutscher, nur um die beste Zeit rein. Aber ich habe auch noch über 10.000. Ich könnte noch mal reinhalten. Na, ich habe nichts mehr. Ich muss bei der Polizei, glaube ich, klauen. Eigentlich hat Juli noch Schulden bei mir. Ich habe noch gute 20.000. Ja, ich kaufe die dir ab. Ja, für 20.000. Nee, für Pokémon-Karten, die ich nicht will. Ja, für dein Pack, ohne dass wir wissen, was drin ist. Verdammt. Geh lieber noch mal scrappen. Frage ich Franzi nochmal, ob die für mich losgeht. Erstmal die ganze Polizeihütte. Dankeschön, Avatar. Für Zeug. Außerdem, bei den Bullen ist er jetzt offen. Das ist kein Problem, kannst einfach reingehen. Sein Geld liegt im Knast. Da war, die war gebogen, die letzte Karte. Oh, da ist der Engineer. Hast du gesehen? Da war er. Oh, es geht gut los. Spiro coming up on... Remoraid, actually? Is that the first? That's the first copy paste Remoraid. Hashtag yeses. All right, let's go. Ja. Rattle reverse. Not bad. Not bad. We'll take it.
Oh mein Gott, Ilya! Oh Gott! Ja, what the heck? Oh, er kriegt tatsächlich direkt hinterher. Warum presst er die Karte so? Hör auf, da auf reinzudrücken. Guck mal. Und ich habe gesagt, die war im Bogen des Todes. Wie viele da drin sind? Ilya, wenn ich das Gegenstück bekomme, will ich tauschen. Drei. Aber das ist besser, da sieht man was von dem unteren Stück. Ja, da siehst du das halbe. Was ist denn dann oben noch drauf? Das Suikun ist komplett unten drauf. Der Entei, glaube ich. Oh mein Gott, Ilya, du bist es. Da habe ich nicht mehr dran geglaubt, dass jetzt noch was kommt. Ich glaube, Ilya hat letzte Woche auch richtig abgekotzt. Der hat letzte Woche richtig Kacke bekommen. This is the highest rarity. These are even rarer than Prime Cards. Really nice, ja. Jetzt zeig die doch mal her, ich sehe nichts. Ey, wenn das Oberteil kommt, das wäre das insanes Display. Der das verkauft hat, der beißt sich in den Arsch. Wirklich. Ja, von den Karten her schon krass. Drei! Boah, da kommt dieser Goldeffekt auch geil raus, links und unten rechts. Ein Drache, ne? Das ist halt auch schon. Ilya, mach mir ein Offer, ich kaufe die dir ab, glaube ich. Nur die untere Karte. Ja, und die obere muss ich dann gucken. Die kriege ich ja gleich aus dem Pack. 1000 plus. Zentrierung sieht auch gut aus. So we better get that top half. If we complete two legend cards today, I might actually lose my mind. Das ist schon super rare. Also hat es auch wieder schön gemalt. Aber geil. Habt ihr ein Rating davon, wie viel so ein Legendary in so einem Display drin sein kann? Also beziehungsweise eine? Ich hätte zwei oder drei getippt. Für die Prime-Karten hätte ich zwei oder drei gesagt. So eine pro Display ist nicht mal garantiert, hätte ich gesagt. Er soll die Rückseite mal zeigen, die zeigt ja gar nicht. I was not ready for this opening at all. How do we have more legend cards than prime cards right now? Das stimmt. All right. Drei legendary and zwei prime. Elliot, but I'm not gonna put it too far away. In case we need to find that other half and we find it, because we're gonna have to pull that back. Ist ein Hund. Naja, aber er wirkt halt wie ein Drache. Also der Kopf sah halt schon irgendwie drachenmäßig aus. Hund? Das ist ein Hund? Ja. Alright. Den legendären Hunde-Pokémon. Well, oh, I see people already calling it. Obwohl Raikou ganz klar eine Katze ist. Und mein Chef ist auch drin. Oh, Chef Strobel. Der zieht jetzt den oberen Teil. Uff. Wär auch nie, das wäre auch möglich. Und er hat das X-Bud. I'm not even gonna say anything. I'm just gonna open the pack up. Legendäre Katzen. I'm just gonna open the pack up. Ja, die sehen wirklich alle aus wie Katzen, aber es sind Hunde-Pokémon. Laut Nintendo. Aber es sieht aus wie Katze. Aber das ist meine Unwissenheit über dieses Display. I don't know. Oh, I appreciate that so much. Static doing a Make sure you guys check that out. And Tyler Hendricks, yo! Dude, I appreciate it. Ich glaub, Chef bekommt jetzt noch was. There's certain openings we have here in the cave. Just, yeah, you know. Ich glaube 160 Euro oder so kostet. Alright, let's see if Chef's getting married. Pokey partner. Let's see. Let's see if we can find your Pokey partner. Quapsel? Oh, die ist auch gebogen, die letzte wieder. If the other half drives red, I'm actually gonna explode, yeah. You're just gonna, it's just... It's not even gonna be like an edit. Oh, die ist auch gebogen. Das ist was. Cheerleaders cheer. The poopy poopy tar. Golbat, we got a Poliwag. Honestly, really, like, that is that not Pokemon Snap on that one level where the Poliwags are popping out of the water? Spearow, Remoraid. Gute die ganze Zeit. Oh, Magma. Schönes Artwork. Who knows? Magmar. You never know. Magma als Holo wäre auch geil. Magby haben wir noch gar nicht gesehen. Bullpix in Reverse, schön. Doch, das ist schön. Komm, Chef. Are behind reverse cards, but prime cards take up the reverse slot. So I don't think we can get a prime card, but we could get the other half. Hey, Politoed! Holo. Holo. Politoed, Holo hit. Ja, ein Holo aus einem Pack. Jeff with the Wolfpack Magic out of the Crobat pack. Yep. Let's go, dude. Und die Wolfpack Reverse, die schmeckt auch. Sick artwork.
und Entwicklung steigen. Hm? Man, that's cool. The Frog. Leapfrog is the Poke Power. The Poke Power. I will take it, dude. Nice. What's up, King 64? Crobat Prime. Ein Pack Crobat ist gut. Pack. It can happen. It can happen. Da sind so viele Holo-Hits auch schon dabei gewesen. Kommt da jetzt überhaupt noch was? Ja, da ist nur Holo und die obere Hälfte. Ja, würde ich nehmen. Dann muss den Schieb verkaufen. Er kommt ja gar nicht mehr raus aus dem Ding. Ja, schon ist gut für ein Pack. 2010, was das Pack gekostet hat? Fünfer? Ja, ganz normal, ja, mit 5 Euro gekostet, also 4,50 € oder sowas. Ist halt, die Dinger werden halt nicht mehr produziert, ne? Oh. Ja, mein ich glaube, es bin ich. Ben W. Ja, da bin ich ja echt gerade noch so reingekommen. Oh, no, it's Ben W. It is Ben W. So ein Becher, der nicht umkippen kann, den der Pokerrafter bespielt. Kennst du die? Die Becher, die du nicht umschubsen kannst? Ja, die haben mir mal einen zugeschickt. Die Firma hat mir geschrieben. Magic Mug. Herz und Nieren getestet. Ja, ich hab gegen geboxt, ist wirklich nicht umgefallen. Klinge ich jetzt eigentlich wie ein Roboter? Nee. Okay, doch, mein Stream ist RIP. Dann wollten die einen Affiliate-Deal machen, habe ich gesagt, nee. Aber den Becher habe ich noch immer. Das ist eigentlich dran. Ben W. Ben W. Und danach... Wo ist eigentlich John Cena? Ja, stimmt. Er hat reingelacht, er macht nicht mehr. You gotta funnel your energy though, the Ben's, Ben W's. Der ist fertig. Oh, there you go, Ben Wood. That's me. There you go. Alright. Ben Wood. Wir müssen uns gleich voll konzentrieren, ob wir nächste Woche reingehen oder nicht. Das wird sauteuer. Hat er gesagt, oder was? Ja, der hat schon ein paar Mal jetzt angeteased. Sogar letzten Sonntag in seinem Unboxing hat er gesagt, nächstes Mal wird insane. Stantler. Horsey. Warte, ich erinnere Eddie, an den Kart, wo er gesagt hat, nee, ich bin raus. Trackmania Formula, die kommt Freitag immer. Ich mach da nicht mehr mit, bei der Kacke. Reverse Turtok. Wait, oh, I don't think you can get this in Holo, though. That's actually amazing, though, to get that in reverse. So I guess that's the, like, highest rarities here for Blackwood. Das Gesicht sieht ein bisschen komisch aus vom Turtok. Aber sonst coole Karte. And let's see what's behind it. The Kings King are not all. All right, this is a big hitter, though. This is probably the biggest hitter reverse that we've got today. Blastoise! Dankeschön. Hydro Launcher and Washout Poke Power. What do you guys think of that artwork? That's sick. Let's go! Oh ja, ab. Ab Donnerstagabend. Right, mach ich ja wieder mehr Zeit. Pack number one. Was willst du noch machen? Okay, I knew I saw it somewhere. Also Breath Age werde ich spielen. Okay, staff Valheim. There's only three of them. Mit Dizzy zusammen noch ein bisschen. Also so weit wie es geht, denke ich mal. Mhm. Und ansonsten eigentlich keine Ahnung. Ich habe mich jetzt noch nie umgeguckt nach irgendwelchen Games, die mich interessieren gerade. Honor wolltest du spielen, ne? Honor? Ja. Muss ich erstmal wieder richtig reinkommen. Wieder richtig heißt, du hast gespielt. Ich hab das schon gespielt, ja. Los. Ich hab damals den dicken Samurai mit dem Knüppel gespielt. Wenn du den kennst. Ja, der Shugoki. Und damit habe ich immer alle aus dem Leben geflext. Muss schon präsentieren, sonst glaube ich dir das nicht. Taylor, danke für subscribing. Ich glaube, das Spiel ist mit dem Controller. Nein! Und die war auch noch drin und ich krieg sie nicht. Die hätte ich haben wollen. Das ist die Karte, die ich haben wollte. Ich komme danach dran, ich sag's euch. Danach bin ich dran. Fuck, die ist wirklich geil. Du bist Yo, Prime Card Number 3.
Da passt der silberne Rand halt auch perfekt so wegen Stahl-Pokémon. Der Ninetales, Alter. Gibt's den in Holo? Ja, was? Nee, wie weit bist du denn jetzt vor mir? Jetzt ist Topo auch wieder gut vorne. Mann, Mann, Mann. Da muss ich erstmal spulen. Ich komm jetzt danach. Entschuldigung! Oh, die wollte ich haben. Ja, Stahl-Pokémon mit dem silbernen Rand ist halt wirklich geil. Ja, da muss man halt der Stream abkacken, ne? Dann ist man wieder ganz weit vorne. Er lacht da auch. Let's go! Again, I can't really, I don't know, I don't have pricing data on all these cards, but it's a big hitter. It's a Steelix, it's a prime card. Das ist dick. It's a good hit. So we actually did really good. The first pack, Ben, did not have a holo, but the Blastoise reverse, honestly, probably one of the best reverses you can get. Definitely the best one we got today. Ich glaube, es gibt einen Lugia in dem Set, aber nur als Non-Holo. Oder ich vertausche das mit letzter Woche, ich bin mir gar nicht sicher, aber keine Holo. Jetzt wird's aber schwierig, bei 3 Prime und 3 Legendary. Also ich habe bei der vorletzten Legendary habe ich schon nicht mehr dran geglaubt, dass noch was kommt. Aber jetzt habe ich die Hoffnung komplett verloren. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob da überhaupt noch eine Holo drin ist. Das waren gefühlt 15 Holos schon. Ich weiß noch nicht mehr, ob du da dabei bist. Wahrscheinlich bist du gar nicht mehr drin. Dann bin ich echt gerade noch so, bin ich reingeflutscht. So, we still have a good amount of packs left. We got three primes, Hallo, erinnerst du dich an die CSGO-Boxen, die du nochmal nachgekauft hattest? Ja, glaube ich. Warum? Die Dinger kosten jetzt 500 Euro, eine große Box. Moment, wie meinst du das? Batch A, First Edition Box da, die wir aufgemacht haben. Kostet eine große Box 500 Euro jetzt schon. Ja. Ja, gut, das ist krass. Heißt jetzt schon, das wird nicht weitergehen. Nee, nee, aber, ja, ja. Aber das ist krass. Also, es gibt Leute, die kaufen auf eBay den Xantaris für 40 Euro. Oh, jetzt bin ich. Oh, ich wusste es. Ich flutsch ein Pack flutsche ich dann vorbei am Staus. Nein, 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 da ist noch eines drin einfach. Aber du hättest auch nicht. Ja, jetzt werde ich rasiert. Jetzt nehme ich so einfach mal noch hin. Das wäre nicht besser geworden. Ich krieg zweimal X-Butt. Das sind ja Höllenqualen. Moment, du bist mit zwei reingegangen? Ja, du auch. Ja, aber ich dachte, du hast nur eins. Nee. Das sind ja, habe ich getrunken. Das sind ja Höllenqualen. Zweimal X-Butt und jetzt keine Holo. Oh Mann, ey, ich habe mich um ein schönes Artwork gefreut. Wir müssen zum Einrahmen. Was soll ich denn damit? Das ist eine Legend. Nein, ich krieg gar nichts. Aber ich habe zuletzt auch gut gelackt. Das ist eine Legend-Karte im ersten, direkt in dem. Das ist nämlich schon breiter. Und dahinter wäre noch eine X-Butt. Was ist denn das? Hallo. Maybe a prime card. Maybe a prime card. Vulpix hat er schon mal. Da biegt sich nichts. Ach, da biegt sich nichts. Doch, die ist ja komplett schief. Nee, nee, das ist gar nichts. Komm mal, Dual Ball krieg ich. Geil. Was? Die drei, also Pupita, also die Dreier-Kombination ist vom selben Zeichner gemalt und finde ich alle drei sehr geil. Big Booty. Da? Ja, komm, guck mal, jetzt fehlt nur eins. Alter. Also. Könnte was Wildes werden. Super, eine Angel. Good Rod. Guck mal, das angelt jetzt mit Legend Card. Das angelt jetzt auf alle Fälle. Ja. One of the best non-holos. Ja. Aber davor war eine Legend, oder? Und eine Stalos. Habe ich mir gerade einen Turtok geangelt. So, Chat, mach doch mal ein bisschen Laune in dem Chat jetzt hier für Fitrelux. Das ist der zweite Pack. Jetzt. Dass die Packs zweimal X-Butt sind, tut einem eigentlich am meisten weh. Ich könnte jetzt, also das war auf dem Reverse-Lot hast, Reverse-Holo Despotar und dann ein Big Hit am Ende. Dann hast du, dann die Reihe würde ich dir, die würde ich dir abnehmen, Lennart. Du kannst alle meine drei Onix haben. Ich habe ein Spiel. Oh, ich habe das coole Poliwhirl. Moment, was? Turtwig. Was bist denn du? What the fuck? Ich hab nochmal gespult. Wie weit bist du denn? Ich hab nochmal gespult. Magma. Squirrel, Magma, ja. Cool. Ich bin Buffert, dieser. Oh, Tauros. Den finde ich nice. Ja, will ich. Aua. Aua, aua, aua. Und dann auch noch zwei X-Butt. Mann. So ein Arschloch.
Going in for the one only. Aber Blastoise? Uiuiui. Jetzt pass auf, das X-Bud dahinter ist jetzt was richtig Fettes. Wenn jetzt eine Legend-Karte kommt, dann gehe ich, ne? Also ich gehe einfach ins Bett. Wenn jetzt noch eine Legend kommt, dann tut's mir wirklich leid. Ja, macht das, ihr amerikanischen Zuschauer. Immerhin Vulpix. Wenn das obere Teil noch in diesem Pit, also. 4, 5, 6, 7, 8. We still got 8 packs left. That's pretty good. We still got 8 packs left. Alright. Next up, we have. Elizabeth S. Elisabeth holt sich da jetzt die dicken Schellen raus, ey. Die holt sich ja die richtig dicken Lecken jetzt raus. Guck mal, die kriegt 2 Entei. Alright. 2 Entei's. Let's get it. Moment, wir müssen nochmal sagen, dass X-Bud ist das nächste Pack. Ja, ja. Also das, was nach Lennon ist, X-Bud. Ja, das stimmt. Hätte er 3 geholt? Genau, wir müssen gucken, was da mit X-Bud drin ist. Take a breath, you know. Breathe in, breathe out a couple times. Ich gehe dann wirklich, ne? Alien, danke für die 510 Bits. Armer Trollix. Lennart, du hattest heute Hugo ausgesucht bei Gartic Phone, oder? Ja. Ach, dass du das kennst. Hä? Klar, das hat meine Schwester mir sogar geschenkt, Weihnachten. So. Als DVD. Das Coolste war das, wo du mit dem Snowboard da durch das Level gefahren bist. Und danach eins mit dem Motorrad, da musstest du so coole Sprünge machen. Ich wollte auch das mit dem Skateboard, dieser Holzhalfpipe nach unten oder so. Nee, die kann ich nicht. Wo bist du gerade? Ich bin bei Horsey. Ich Reverse. Auch. Jetzt buffert der wieder ganz dolle. Ja, okay, haben wir wohl auch. Er buffert auch immer. Und, hallo. Ja, neu, klar. Herzlichen Glückwunsch auch mal, Elisabeth. Das ist ja nicht die... Das ist ja nicht das. Ja, aber ist ja trotzdem nach mir. Jetzt kommt die Wichtige. Jetzt, lieber Chat. Kommt ihr die auch zugeschickt? Also ich krieg nicht zugeschickt. Aber wirklich keine schöne Holo. Aber ist eine Holo. Der Buff hat wieder ins... Mann, hör doch mal, was ist denn das USA? Sleeve up that horsey too. There's our horsey. And we got pack number two, the Crobat. Ist Crobat, ist das nicht X-Bud? Crobat ist auch Golbat, oder nicht? Nein. Golbat ist auch im Englischen Golbat. Golbat, okay. Oh, das wölbt sich so doll. Das buffert so. Es bufft, es hängt. Mein Gott, was ist denn da los? You know? The Minun. We haven't seen the Minun and Plusle. We saw them like once. And that was almost. It. I love getting both of those cards in the same pack. Jetzt kommt's, Leute. Alter, wenn da etwas drin ist, dann brech ich weg. Oh, er hat das Onyx. Er hat schon gewonnen. Und noch ein Seelix, jawoll. Ja, ist wirklich really cool. Jo, ich gehe. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Mach's gut. Just stop for a second. And it came back randomly. But we're good. All right. Der kriegt Onyx und zweimal Stalos. Ich wollte nur eins, nur eine von denen. Let's see if we get a prime card. Let's see if we get a prime card. A legend card. Can we get the other half though? Ich sag's jetzt, bevor ich wieder runter ins Voice gehe. Ich wurde selten so gefickt. Now, secret rares are not guaranteed in a booster box. We could get the one secret. Abend. I'm hoping we get it. But it's kurz geschmollt. It's like all the unknowns. It's like it's written in unknown or whatever. Oh, Reverse Steelix und Steelix. Ein Traum für Onyx-Fans. Weit bist du denn schon? Nee, das war doch gerade das Pack. Das war mein Pack, was ich nicht bekommen habe. Aber dass das Prime Steel halt vor dir. Onyx und Stalos hätte ich mich so drüber gefreut. Dalo hat 3 Onyx. Der hat den Mega-Jackpot. Alright, going in. I think we still have Schmollikart ist auch ein schöner Name. Schmollux lese ich hier gerade öfter. Was waren denn jetzt meine Hits eigentlich? Totok und? Ja. Und die andere? Non-Holo war? Schon wieder vergessen. War ja wohl Nona mit dem komischen Zertreten im Gesicht. Stimmt, ja. Packs, Marco.
Coming down to the end of this thing, we got, yeah, 5 more packs left. Hat irgendeiner mal 3 Packs genommen und kriegt die 3 legendären Bestien? Nee, immer ist ein Putzbad dabei. You got Entei and you got the Raikou. Ist Onix so schlecht? Nee, Onix ist geil. Onix ist halt, ja. Trash-Pokémon. Alex ist halt ein Onix-Hater, sag ich mal, gesagt hat, sein Lieblings-Pokémon Rapunzel ist komisch. Alright. Marco, good luck. Seitdem hatet der Mann Onyx. Die Wurzel. I feel like this box still has more to come. Die wölbt sich. Oh Gott, wölbt die sich die Karte. Der, wer war das jetzt? Guck mal, wie die sich wölbt. Du siehst es direkt, das ist eine nächste Legendary noch. I don't know if I'm like, if I'm weird, but I never, like, I never cared. You know, I just get whatever. My wife though, Veronica, like, she'll swear by a certain brand. I think, like, Poland Spring. I don't know. But me, I'm like, I don't care. I just take whatever. I'll get, like, was eigentlich mit den neuen Hot Sauces, die der mal angekündigt hatte? But apparently, no. There's different, like, little tastes. Die wollte er uns rumschicken. Plus, got a Metang, Squirtle, Poliwag. I love that Poliwag. Tursa, got Zubat the Bat. Here the Prime. Jeremy, come on, let's go. Was? Yeah, das ist doch so ein Witz, Mann. Oh, yes. Und auch noch so eine geile. Oh my god, yo, was ist das denn für eine Box? Die Box war krank. Tyranitar auch so geil. Also die, dass jetzt 4 Primes und 3 Legendary in diesem Display drinne sind, das ist so far away. Wirklich far away. Wirklich sehr schön. Eine Holo hinter. Was ist das denn? Das bin ich. Told you guys I had a good feeling about these 3 packs for Marco. Oh, Tyranitar ist so geil. Fast besser als das Steelix, aber halt nur fast. It's definitely off left to right a bit, so it'd probably be more like a PSA 9 at best, honestly, with that centering off on the front a little bit. A little bit echt schön aus. Top corner, so you're probably looking at a safe 9, I would say. Ja, oben sieht die aber, naja. Man, that's crazy cool. Look at that. Look at that. Dude, we got him. Ja, For Honor würde ich mir auf alle Fälle mal wieder. Ich weiß gar nicht, wo hatte ich das denn? Alter, da muss ich ja wieder diesen scheiß Ubisoft-Player. Also, das erstmal zu reaktivieren. Wird das schon wieder anders kriminell. Und danach machen du, Lennart und ich eine Runde Fortnite. Im Leben nicht. Fuck off. Nicht mal ich sag's, es ist, aber fuck off. Können wir nicht einmal zusammen Trio gegen Squad spielen, bis wir eine Runde gewinnen? Ich höre schon wieder nichts. Was hast du, warte. Halt, stopp. Sag den Satz nicht zu Ende, jetzt sag nochmal neu. Wir drei, eine Runde Trio gegen Squad, bis wir ein Match gewinnen. Weißt du was? Es wäre so witzig. Was für ein Spiel? Das wäre super lustig. Wollen wir uns stattdessen einfach nur einen Stream setzen und gegenseitig ohrfeigen, bis einer ja, oder nicht mehr kann? Können wir es auch, aber bitte. Ach komm. Der Letzte, der einen Twitch-Bann hat, der hat gerade gewonnen. Je mehr wir uns anstrengen, desto eher ist es fertig. Das wäre eine richtig geile Sache. Fortnite? Ja, aber wie witzig das doch wäre als Content. Non-Hollow Crowback. Ey, da gibt's so geile andere. Crowback. Zum Beispiel das Weltkriegsspiel hier. Risiko? Nee! Risiko! Wie heißt es denn? Behind Wires oder so, das ist geil. Somebody says 4 legend cards are coming. Ooh. Dude, I hope. That would be. That would. Ach man, Fortnite, wir drei. Das wäre richtig cool. Richtig geil, ja. Was mache ich mit der Lama-Bombe? Keine Ahnung, ich tanze erstmal eine Runde. Ich habe 30 Stunden in Fortnite, am Anfang war es cool. Ja, natürlich, weil ich nicht wüsste, was ich tun muss, weil jetzt, ja hier, ich habe jetzt mit einem Hammer das Haus kaputt geklopft. Especially like reviewing it in the cases and cracking them out and everything like that. But yeah, okay. Good to know. No more crossovers. Instant untap, unmod, block it. Das wäre auch das Ende von meinem Kanal, ne? Das war die Primetime. Wenn ihr damals Fortnite gemacht hättet, würdet ihr euch nicht überlegen, ob ihr euch nur ein Pack oder gar keins holt. This is too much. I agree. Das war schon zu meiner Zeit einfach überlaufen. Oh.
Ninetales Reverse. Yo. Oh, Ninetales. Schön. Ich habe nicht mal einen Creator-Code. Sicher als Holo, ne? Also als Holo. Als nee. Holo. Wenn ich einen Creator-Code hätte, den ich da noch pushen könnte, dann würde ich mir das vielleicht noch überlegen. Aber ich habe keinen Creator-Code. Also ich hätte das super witzig gefunden. Worms können wir mal spielen. Na, also ja. Ja, aber ja, dann auch das Worms Rumble auch gerne. Aber ja, Worms, lass mal eine lustige Session Worms machen. Jirachi. Ich glaube, Worms Clan Wars war das geilste. Nein. Nee, Revolution war das coolste. Oh. Worms Clan Wars das schlechteste. Das erste, was wir schatten, war geil. Ja, also hier das kann ich aktuell Beste, was du spielen kannst, also was dann auch performancemäßig und online am besten funktioniert, ist WMD. Was ist das, Worms Mayhem oder was? Nee, Weapons of Mass Destruction. Das ist das Neueste einfach. Hey, ist an mir vorbeigegangen. Meine Worms, ich habe, glaube ich, Armageddon und noch irgendwas gespielt, aber das war... Also Worms WMD kannst du am besten zocken, ohne, sag ich mal, technische Probleme zu haben. Wer denn so Dings was für euch? So Monopoly Online? Nee. Ja, Brettspiele per se, ja, aber Monopoly muss nicht sein, ich glaube. Ja, das ist ungefähr so die Fortnite-Ader. Monopoly kann halt auch einer für alle anderen spielen, ja. Da verliere ich irgendwann die Geduld. So Kniffel oder so halte ich noch aus, die Viertelstunde. Danach raste ich irgendwann aus. So sehe ich es aus. Ich habe noch nie ein Spiel Monopoly zu Ende gespielt. Nein, Fortnite wäre insane lustig. Wir hätten super viel Spaß zusammen. Ich habe noch keine einzige Runde Monopoly zu Ende gespielt in meinem Leben. Ich muss eine Wette gegen dich verlieren, dass ich sage, ich opfer mich rein in Fortnite. Du hättest auch deinen Spaß. Ja, weil ich die ganze Zeit ragen würde, wie nein. So ein Affe. Nein. Die Scheiße hier, warum spielen wir? Du würdest auch, wenn du ein Victory Royale holst, dann würdest du auch von deiner Webcam tanzen. Natürlich. We're doing it right now. Let's go. Felix B's up next, 91.58. You got one. Noch zwei Leute oder nicht? Felix. Ja, ich melde mich schon mal an. Das ist die dritte Legendary. Rein Cave. Morgen, ne? I promise you don't want to miss. I promise you will not want to miss. Am Donnerstag kommen die ersten Live-Footage-Bilder. Von meiner Bildhauerin. Das wird einfach übel insane. Die hat eine Skulptur von dir gemacht, oder was? Nee. Eine Tasse. Let's get the one pack magic. Ich bin gespannt. Guck mal rüber. Naja, ich krieg das erst Donnerstag. Ja, meine ich ja. Ja, das ist ja, das klatsche ich auf Twitter. Das wird ja mein. Das ist ja. Also. Ich dir später mal erzählen, aber das ist halt. Spiro. Ja, shit. The editing had me weak. Yeah, I was feeling a little creative yesterday. I was feeling a little goofy, you know. Ach, Felix ist von uns. Der hat sich gar nicht gemeldet. Let's go, Felix. Und jetzt noch Last Pack Magic. Also, nee, ist nicht, ne? Ist davon noch eine. Magma schon mal geil. Wir haben noch nicht das Magby gehabt. Carnivine. Come on, Felix. One Pack Magic. Reverse Apom. Pew! Dude, I really want to play like gold or silver or crystal. Is anybody else feeling nostalgic for that? Like I might have to play a little bit today. Tonight. 7:30. Stimmt, ist bei mir wirklich asynchron der Stream. Maybe play through. Ja, stimmt. All right, Apom and Lucario, first one of the day and it's a 9. Schade. Ist halt nicht spannend, aber nicht als letzter Hit, also als Apom reverse, sadly no Hammer better out of that pack, but we need this last pack. Spätestens am Donnerstag, wenn ich das in Twitter reinklatsche, wissen sie davon. Give us the last pack magic. Give us the last pack, Log. Go to the live chat right now. Fortnite Squad spielen. Was haltst du? Komm, was tust du? Let's get last pack magic. Am 1. April. Let's get ein Fortnite Special. Komm. Genau, Fortnite, dann komme ich einfach nicht, sag ich jetzt mal ein Scherz. Nein, richtiges geiles von uns alle. Und du in so einem Bananenkostüm, Toro. Alright. The final person.
is Alexander G. 70 Becher auf Dalu und du spielst. Das ist auch eine gute Entscheidung, ja. Nee, Yeti, das wird keine 500... Also es wird eine Tasse, die auch, glaube ich, unter den Vollautomaten geht. Das haben wir mit einberechnet. Stunde 30 waren wir heute dran. Das war gutes Tempo. Aber vielleicht auch, weil so viele Leute viele Packs genommen haben. Make sure you're here to see what we're ja, ein bisschen größer vielleicht. Mal gucken. Wie sein Stream, da sind zwei Kameras an seinem Rechner angeschlossen, mehr ja nicht. Wie kann der immer so viele technische Probleme haben? Und wieso ist das jetzt asynchron? Dann guck dem doch nicht ins Gesicht. Der hat auch einen Onyx da drin. Der kriegt nochmal was. Pokémon Circulator. Onyx ist der Life Pack. Carnivine, come on. Carnivine ist halt auch eine Niete in jeglicher Form. Maybe somehow Turtwig. The other half of that legend card. That would actually blow my mind. Raikou is the part we're missing too, Jordan. Viel Glück gibt's gar nicht. Also war eine sehr, sehr gute Boosterbox. Ja. Nein, der lag wirklich noch mal eine. Aus dem letzten. Alter. Kommt sie weg da jetzt? Fünf. Und es ist... Das X-Bud. Es ist das X-Bud. Und das sieht cool aus. Oh my god, are you kidding me? Yo, Last Pack Magic Pokekee. Oh man, we got 5 out of the 6 prize. We almost completed. Und jetzt das Legendary hinten dran. Das wäre der... Das wäre der... Stimmt, der hat echt, das war echt fast alle Primes fertig gemacht. Oh my god. And I don't know if there could maybe be a secret rare behind here, but let's just see. Hey, lol. Comeback coming in clutch, baby. Oh, war das auch noch ein Crobat Pack? Nee, ne? War Suicune, glaube ich. Elektro-Dark. That is a sign, Pokecave, if I've ever seen. Den hatten wir heute auch noch gar nicht, ne? Den natürlich die kommen, also die Rare. Nee, war auf jeden Fall. Also letzte Pack und dann nochmal so Glück. Dark. So, Cave, let's go. Was macht er nächste Woche? Was glaubst du? Sag mal, wird teuer. Ich hoffe nicht wieder was wir schon 8-mal hatten. Ich sag, Neo. Neo irgendwas, sag ich. Ja, bei 2 bin ich bei Fortnite dabei. 5 Packs oder Fortnite. Du zahlst ein Packs, Alter. Nee, du musst entweder holst nächste Woche 5 Packs oder wir spielen Fortnite. Was? Was ist das denn? Because I want to show you what we're opening up next week. It's actually insane. It's actually insane. Oh, das wird so scheißen direkt teuer wieder. Er buffert. Buffert er bei euch auch? Ja, oh, ist das schon drin? Japanische Gym-Challenge. Gym-Challenge. $425? Was? Garantierte Holo, ne? Ja, das ist aber sehr viel. Nimmst du eine? Ja, ich glaube schon. Okay, einen, dann nehme ich auch eine. One-Pack Magic. Ist ja eine Holo drin. So, we are opening up. Next week, I'm about to show right now. Aber ich nehme auch wirklich nur eins. Ja. Du hast wieder 5 genommen? Nee, ich habe wirklich nur eine, weil ich 425 für Japanisch Unlimited sehr viel finde. Ich habe eine bekommen. Oder ist das First Edition und der hat es nicht dran geschrieben? Japanisch ist immer First Edition, glaube ich. Das geht aber wieder 3,5 Stunden, ne? Da sind 60 Booster drin. Oh, das ist amazing. There's so many banned cards in here. The Misty, the Charizards. Aber 370 Euro für ein Pack? Das ist aber teuer. It's amazing. Gym challenge getting opened up here. Das war eins meiner ersten Openings bei dem. Da habe ich 5 davon genommen, glaube ich. Und da waren die bei 100 Euro pro Pack. Wie teuer ist dann die Box? Ja, das rechne ich gerade. 400 Euro mal 60 Packs. 24.000 soll die Box kosten? Ja, ohne Marge, ne? Also ohne Plus. Klingt aber teuer. Klingt aber möglich. Rocket kostet im Japanischen 19k. Mal gucken, ob die jetzt schon ausverkauft sind. Ja, sind tatsächlich schon ausverkauft.
Bin schon weg. Okay, ja, aber Gym Challenge ist eins meiner Lieblingssets, weil das Glurak unfassbar ist. Und das habe ich schon bei dem bekommen, das Glurak. Ja. Naja, okay, ein Pack ist aber gut. Komm, da sind wir wenigstens mal dabei. Ja. Ja, es ist auch kein 800-Euro-Pack, aber... Jetzt lass uns nochmal kurz die Spiele durchgehen, die wir nochmal wirklich angehen könnten. Also du hast gesagt, wir haben gesagt Worms. Worms ist halt auch lustig. Lass doch einfach Worms als nächstes machen und dann überlegen wir uns wieder das nächste Game. Als jetzt, weißt du, was ich Worms meine? Worms ist wirklich geil. Worms ist eine gute Idee. Okay, ich geh nochmal mit euch die Karten trotzdem durch, für die sie nicht kennen. Gym Challenge hatten wir aber schon ein paar Mal bei Pogref und ist auch eins meiner Lieblingssets. Denn in dem Set ist das, ich würde sogar sagen, mein Lieblings-Glurak drin. Das Blaine's Charizard hier. Finde ich mega cool. Das war die Folge, wo ich damals die Pokémon-Karte essen musste. Da musste ich einen Radfratz essen, als die fünfte davon kam. Dann haben wir Erika's Venusaur, Giovanni's Garados, ich mache die mal alle auf, Lieutenant Surges, Raichu, das Mewtwo mit dem anderen Rahmen. Also sind schon ein paar coole dabei hier. Das Erika's Venusaur finde ich cool, weil das hier so im goldenen Schnitt rechts am Rand steht. Giovanni's Garados, auch cool. Habe ich, glaube ich, auch bekommen beim Pogref mal. Dann haben wir einen Raichu. Dann haben wir das Rockets Mewtwo mit dem kleinen Rahmen. Die habe ich auch schon bekommen beim Pogref tatsächlich. Und Misty's Garados, die hat Dalu, glaube ich, mal bekommen. Aber ja, das wird trotzdem ein cooles Unboxing. Wird sehr, sehr lange, weil 60 Packs wird eine ganze Weile gehen. Also es wird dann wieder 3 Stunden plus, denke ich. Aber ja, freue ich mich drauf.